Ich wurde rausgeworfen zu Hause wegen meiner Männergrippe. Ins Gras beißen soll er. Der 33-jährige Beauty-Influencer hat eine Männergrippe und flog zu Hause raus. Meine Frau hat es lange mit mir ausgehalten. Sie hat mich sogar gelobt. Morgens, mittags, abends. Ohne zu lachen. Ja, das lobe ich sehr. Ich leide schon seit 4 Tagen, aber jetzt hat sie mich rausgeworfen. Wir haben das Ganze schon mal durchgemacht und damals hat sie mich zum Arzt geschickt, statt mir einen Pfarrer ans Bett zu holen. Ja, dieses herzlose Miststück. Andreas googelte, was ihn krank macht. Die Diagnose schockiert. Ich war auch schon in der Notaufnahme, ja, und vor mir war eine Schwangere, die habe ich erstmal in die Schranken gewiesen, ja. Nur weil sie meinte, im 9. Monat zu sein, kann sie vor mir dran sein, nur weil sie eher da war. Das geht doch nicht. Hallo? Das kann man doch nicht vergleichen. Er wurde der Notaufnahme verwiesen und ging zum Tierarzt, da er sich hundeelend fühlte. Lobend erwähnen muss ich ja, dass ich gestern trotz Männergrippe eine Mücke mit bloßen Händen erledigt habe. Tja, der Jagdinstinkt verlässt uns Männer auch kurz vor dem Tode nicht. Der Grund dafür, dass nicht alle an einer Männergrippe draufgehen, ist der, dass irgendjemand ja die Geschichte weitererzählen muss.